Hallo, hier ist wieder Stopp Auszeit. Heute begrüße ich euch von der Schwäbischen Alb. Ich bin in Beuron und heute seht ihr die Rundtour Kloster Beuron zur Petershöhle und zur Burg Wildenstein. Vom Kloster geht's Richtung Hubertushaus. Da ist der Einstieg zur Rundtour. Hier seht ihr Beuron. In der Front der Bahnhof. Und für die, wo noch nicht im Donautal waren, diese Landschaft mit wirklich wunderschönen Ausblicken, das erwartet uns heute. Dazu kommen noch wirklich ein paar Spitzenhöhlen, wo ich mir wirklich erwarte, mit der Taschenlampe reinlaufen zu können. Und natürlich die Burg Wildenstein auch noch. Das ist eine schöne Rundtour. Und auch noch wunderbare Aussichten werden uns erwarten. Und 13 Kilometer habe ich gesagt, 700 Höhenmeter. Ist eine ganz knackige Tour. Das Wetter spielt mit. Los geht's. Petershöhle, die ist 25 Meter lang, 16 Meter breit und 9 Meter hoch. Und von diesem Schild hier habe ich noch 200 Meter. Ja, das ist jetzt die Petershöhle. Die erste von drei Höhlen, die wir heute besichtigen. Die ist nicht so lang. Also hier bin ich dann schon am Endpunkt angekommen. Ich denke mal, im Sommer ist es ein schönes Plätzchen, um sich zu erfrischen, was zu verspannen und die schöne Aussicht zu genießen. Ja, die Petershöhle war früher ein Rückzugsgebiet von den Mönchen vom Kloster Beuron. Ich werde euch noch mehr Informationen reinpacken. Wie immer findet ihr mehr Informationen unten in der Beschreibung. Und natürlich auch alle Daten zur Tour. Nach der Petershöhle laufe ich nun zum Maurusfelsen. Da kommt eine unbekannte Höhle, aber ich habe auch nicht so viel im Internet gefunden. Auf jeden Fall gab es nur einen Hinweis, Taschenlampe. Und mir muss man sowas nicht zweimal sagen. Natürlich gleich die Taschenlampe eingepackt. Ich hoffe, wir können da mal ein richtiges Stück in die Höhle. Es ist schön dunkel und es hört sich nach Abenteuer an. Aber um euch das zu zeigen, muss ich natürlich erst noch ein kleines Stück hinlaufen. Und nach der Maurushöhle geht es dann schon Richtung Burg Wildenstein. Aber bis dorthin haben wir noch ein bisschen Zeit und ich kann euch hier das schöne Donautal zeigen.
Ja, hier im Donautal ist es einfach wunderbar. So nahe beim Schwarzwald und auch nur ein Katzensprung zum Bodensee. Aber landschaftlich. Da hinten habt ihr noch mal die Wildenstein, die Burg Wildenstein. Und wie ihr so erkennen könnt, das Donautal ist wunderschön. Ja, das Wetter spielt halt auch eine große Rolle. Wenn es heute regnen würde, würde es natürlich nicht so toll rüberkommen. Aber habe heute Glück gehabt. Und deshalb kann ich euch die wunderschöne Landschaft präsentieren. Ja, ich versuche immer sehr viel Vielfalt reinzubringen. Wenn ich eine Tour laufe, sollte schon ein bisschen, immer ein bisschen was geboten sein, aber das klappt nicht immer. Denn ja, manchmal muss man einfach auch nur die Natur genießen können, ohne brutale Highlights. Denn einfach mal nur durch den Wald laufen und die Vögel beim Zwitschern zuhören, ist auch Balsam für die Seele. Ja, das ist der Mauronfelsen. Ja, das Donautal ist zu Recht auch eins der schönsten Gebiete in Deutschland. So. Jetzt gehe ich da mal rein, mal gucken. Okay, hier brauche ich jetzt noch keine Taschenlampe. So, jetzt hole ich erstmal die Taschenlampe raus. So, wie man aussieht, haben wir drei Eingänge. Okay, wie hier hinten, der ganz rechte ist nach 10 Meter vorbei. Ja, das sind hier auch Tropfsteinhöhlen. Ja, schade. Aber ich habe ja noch. Jetzt gehen wir erstmal in die rechte Höhle. Ah ja, schaut mal, hier ist dann zu. Hier können dann nur noch die Fledermäuse durch. Das wurde hier zugemauert zum Schutz der Fledermäuse. Wollen wir mal schauen, wie weit wir hier in der Mitte reinkommen. Okay, sehr nass. Sehr rutschig. Ja, das ist auch wie. Das sind Tropfsteinhöhlen hier.
Ja, hier ist dann auch Feierabend. Aber da könnt ihr es ganz gut sehen. So, auf allen Vieren geht's zurück. Tatsächlich, die mittlere, die hier, kommt man am weitesten rein von den drei. Yay, yeah, das war mal richtig stark. Hier. Rote Brunnenhöhle, Maurushöhle. Unbegehbares, weites Höhensystem. Ja, da hat man scheinbar auch Keramik aus der Keltenzeit gefunden, vor 2500 Jahren. Wildenstein 1 Kilometer. Bei der Burg Wildenstein angekommen. Die seht ihr hier in der Front. Halbe Innenansicht da oben stand mir vorher und da war das Tor zu. Da läuft man diese Brücke und dann kommt man ins Innere. Da komme ich jetzt leider nicht rein. Ich kann euch nur das tolle Außengebäude zeigen. Der Abstieg von der Burg Wildenstein ist nicht so ohne, aber wunderschön. Hier haben wir nochmal die Wildenstein. Das ist die Felsengalerie. Nach der Burg Wildenstein komme ich auch wieder in eine Talebene, gerade eben den Wald verlassen. Wunderschön hier. Ja, hier oben seht ihr nochmal die Wildenstein. Ja, die Tour gefällt mir und das Schöne ist, sie ist noch nicht zu Ende. Ich bin mal gespannt, ob ich die eine Höhle noch finde. Und der ein oder andere Felsen mit einer tollen Aussicht ist auch noch dabei. So, jetzt geht's erstmal über die Brücke. Das müsste die St. Maurus Kapelle sein. Ich muss hier die Kirche sehen, aber das sieht mal richtig schön aus. Der Aufstieg zur Höhle. Jetzt bin ich angekommen bei der Höhle. Ja, ich dachte eigentlich, ich kann hier noch mal mit der Taschenlampe rein, aber das hier hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung.
Eselshöhle. Ja, der Weg Richtung Bayronne wieder, nach der Wildenstein. Ja, entpuppt sich so ein kleine Paradiestour an der Donau entlang, durch kleine Höhlen, durch das wunderschöne Donautal. Ja, hier ist nochmal eine schöne Felsengalerie. Und die Sonne ist auch noch ein kleines bisschen da. So, wenn ihr mein Gesicht seht, dann wisst ihr, was los ist. Ich sitze noch vor der Klosterkirche in Bayronne. Ja, die Rundtour Kloster Bayronne zur Petershöhle und zur Burg Wildenstein geht zu Ende. Ich bin an meinem Ziel wieder angekommen, am Parkplatz. Ja, es sind jetzt ungefähr 14 bis 15 Kilometer geworden. In einer sehr abwechslungsreichen Gegend, also hier im Donautal, ist es wirklich wunderbar. Ich muss hier noch öfters herkommen, weil es hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr abwechslungsreich. Also auch wieder ein richtig toller Tipp. Also ich bin so dankbar, dass ich das alles machen kann. Und ich bin aber noch nicht am Ende. Es kommt noch die ein oder andere Tour. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiter meine Videos so toll schaut und mich begleitet. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Video, euer Michael. Ciao.